Eine neue Technik soll den Winterdienst im Landkreis Reutlingen revolutionieren. Die sogenannte FS-100-Streuung. Vorgestellt hat sie die Straßenmeisterei in Ehningen-Unterachern, wo eines der beiden neu ausgerüsteten Fahrzeuge steht. Das hat zur üblichen Streuausrüstung eine zusätzliche Sprühtechnik bekommen. Mit ihr kann Flüssigsalz ausgebracht werden, das die Glättebildung von vornherein verhindern soll. Getestet wird das Verfahren diesen Winter auf der B27 bei Waldorf-Heslach und auf einigen Kreisstraßen rund um Münsingen. Da die vorbeugende Maßnahme bereits tagsüber durchgeführt werden kann, brauchen sich Autofahrer diese Saison also nicht wundern, wenn die Streufahrzeuge zu sonst ungewohnten Zeiten unterwegs sind.